In Paris geht heute ein weiterer Gerichtsprozess gegen Ex-Präsident Nicolas Sarkozy zu Ende. Er soll illegale Wahlkampfspenden in Vorbereitung seiner zweiten geplanten Amtszeit bekommen haben. Sarkozy ist bereits im Frühling in einem Korruptionsprozess zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Er ist der prominenteste Angeklagte im sogenannten Pygmalion-Prozess. Dem ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und 13 weiteren Beschuldigten wird illegale Wahlkampffinanzierung zur Last gelegt. Es geht um die Wahlkampagne von 2012, in der sich Sarkozy schließlich ohne Erfolg um eine zweite Amtszeit beworben hat. Es war die Mutter aller Wahlschlachten, mitorganisiert von der Eventagentur Pygmalion. Über 40 Millionen Euro wurden investiert, mehr als doppelt so viel wie erlaubt. Um die Ausgaben zu verstecken, wurden systematisch gefälschte Rechnungen ausgestellt. Vor Gericht weist Nicolas Sarkozy jede Schuld von sich und belastet seinen ehemaligen Parteichef. Die Staatsanwaltschaft konnte der Ex-Präsident nicht überzeugen. Sie fordert ein Jahr Gefängnis, 6 Monate davon unbedingt. Heute endet der Prozess. Mit einem Urteil rechnen Beobachter jedoch erst nach dem Sommer.